Bei klasse Wetter und diesmal nicht wie sonst üblich im Mommsenstadion, sondern im Stadion Wilmersdorf. Die Berlin Rebels am vergangenen Samstag in der German Football League gegen den Aufsteiger zu einem Art ja, Lokalderby, Berlin-Brandenburger Lokalderby gegen die Potsdam Royals. Ich fand die Stimmung toll. Ich fand es toll, wie viele Leute im Stadion waren. Wir hatten auch im Team richtig gute Stimmung. Die Berlin Rebels ja zuletzt mit einem Auswärtssieg in Kiel und deshalb super gestartet und mit makelloser Punktebilanz in dieser Saison, zeigten sich im ersten Quarter ja völlig ungewohnt so von ihrer ja ruhigen Seite und ließen so zu, dass die Royals ihren ersten Touchdown bejubeln konnten. Das war natürlich von Headcoach Kim Kutschi anders gedacht, ja klar, aber immerhin aus Berliner Sicht kein Extrapunkt, kein Point after Touchdown. Der Zusatzkick der Königlichen misslang und damit nur 0-6 der Zwischenstand nach dem ersten Viertel. Die Potsdamer, ja Neuling, weil Aufsteiger in die German Football League, im zweiten Quarter dann aber gehörig unter Druck. Das Spiel für die Rebels ging jetzt, so hatte man den Eindruck, erst richtig los. Und der erste Touchdown folgte dann auch auf dem Fuße Quarterback Terrell Robinson, auf Running Back Sean Richard. Erster Touchdown auf noch ein Point after Touchdown durch Andersen. Die Rebels in Führung 7-6. Und besagter Kicker Philipp Fries Andersen ließ nicht locker und sorgte mit einem Field Goal dann gar für die 10-6 Führung der Berliner. Right Receiver Max Zimmermann der Potsdam Royals holte aber dann den nächsten Touchdown für sein Team. Zwar auch hier kein Extrapunkt für die Gäste, aber sie hatten an diesem Tag einfach die stärkere Offensive, so schien es. Und so stand es 10-12. Aber kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein Field Goal wieder vom bärenstarken Philipp Fries Andersen aus hammermäßigen 52 Yards. Somit gingen die Teams in die Halbzeitpause mit einer Führung für die Rebels 13-12. Potsdam wussten wir, es ist eine sehr starke Offense, haben ein sehr starkes Passing-Game, haben sehr viele Imports, also sehr viele Spieler aus ganz Europa, die da in Potsdam spielen. Deswegen wussten wir, es wird auf jeden Fall sehr harte Konkurrenz. Zuschauer und Fans der Berlin Rebels freuten sich auf die zweite Halbzeit. Klar, zweite Halbzeit in diesem Berlin-Brandenburger Lokal-Derby. Die Offense auch im dritten Quarter stark gefragt, vor allem die der Königlichen aus Potsdam. Nächster Touchdown für die Royals, wieder ohne Extrapunkt zwar, aber trotzdem Spielstand 13-18. Die Rebels kämpften weiter. Running Back Sean Richard mit seinem zweiten Touchdown und gleich danach holt Andersen den Point after Touchdown. 20-18 für die Berliner. Der starke Wind, der Sturm aus Potsdam, die Royals mit gleich zweimal Touchdown im Last Quarter und dazu noch ein Point after Touchdown. Somit Sieger dieses Berlin-Brandenburger Derbys. Etwas überraschend, die Neulinge aus der Brandenburger Landeshauptstadt, aus Potsdam, die Royals, gewinnen in Berlin im Stadion Wilmersdorf mit 31-20. Wir wollten bestimmt das Spiel gewinnen. Potsdam hat die Hausaufgaben gemacht und dementsprechend müssen wir jetzt im Rückspiel drauflegen. Das war unser Anspruch, definitiv das Spiel zu gewinnen. Ist natürlich enttäuschend, dann mit der Niederlage rauszugehen. Aber wir müssen besser werden. Die Royals haben fast fehlerfrei gespielt und die Bälle gut gefangen. Schade für die Rebels, aber dennoch keine Sorge. Bisher das einzige verlorene Spiel. Helme wieder auf und nach vorn geschaut, denn die Saison ist bekanntlich noch lang.